Willkommen zurück bei Portal 2. Ja, wir sind gerade auf der Flucht. Wie wir sehen, wir sind sehr hektisch. Wir spielen gar nicht viel rum oder so. Ja, und dann wollen wir mal gucken, was uns hier erwartet. Damit ich schnell fliehen kann, mache ich nur noch sowas. Oh, klasse! Du hast es geschafft! Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Sagst du. Was ist los? Okay. Okay, nicht bewegen. Oh, meine Fresse. Okay, gut. Ich habe da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Wäre was ganz Neues. Ah! Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Ach ja, das ist eine gute Frage, was sie dir alles erzählt haben, du. Aber du bist schon cool. Ganz schön dunkel hier, was? Ja, ein wenig. Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören, die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Ah, okay. Wie sieht's denn hier aus? Kommen wir hier lang? Nicht stehen bleiben! Der Fabrikeingang muss hier irgendwo sein! Wow. Ja, bitte leuchten. Dankeschön. Upsa. Vorsicht! Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Ja, super. Autsch. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Da muss ich hin, ja? Okay. Oh, schön gemacht. Und dann in die Richtung. Meine Güte, nicht noch. Jetzt wird das hier auch noch so ein... Weiß ich nicht was. Wie heißt denn das? Ja, so eine Art Jump'n'Run quasi. Hier lang. Wohin lang? Hier lang. Lust auf eine kleine Geschichte? Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übelriechenden Menschen herumplagen. Die, Entschuldigung, übelriechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem Übelriechend. Passt schon, passt schon. Als Roboter riecht man nun mal anders, das ist halt so. Wenn du überhaupt riechen kannst, das weiß ich ja nicht. Okay, und wieder unsere Jump-Fähigkeiten ausgepackt. Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Da oben? Okay. Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Ja, tue ich. Kein Problem. Oh, wo bist du? Oh. Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Wo ist denn jetzt meine Wand hier? Hier muss doch eine sein. Oh, da. Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Ja, doch. Ziemlich. Okay. Was genau willst du jetzt von mir? Wo bist du? Da. Also du willst, dass ich da runterjumpe mal ebenso, ja? Gut. Also, ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Sehen uns unten. Viel Glück. Super. Ich gehe da mal hier drauf rum, ne? Ich traue mich nämlich ehrlich gesagt nicht, da runter zu springen. Ich könnte mir vorstellen, dass das weh tut. Deswegen gehe ich jetzt einfach hier auf dieser Dingens hier runter. Muss ja auch ein bisschen realistisch sein, ne? Naja, und da unten würde ich wahrscheinlich sterben. So.
Ich vermute mal, hier muss ich rein, oder? Ah ja, wieder Laderaum. Laderaum. Es tut mir leid, es wird irgendwie später und ich habe sie nicht mehr alle und so. Ich hoffe, ihr entschuldigt mir das. Mikrofon ist an, das ist schon mal gut. Ach, da geht's raus. Oh ja, sowas haben wir schon mal gesehen. Oh, ich habe gerade im ersten Moment gedacht, es wären Leichenteile, meine Güte. Ich werde schon paranoid hier. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Wo habe ich den Heinrich jetzt vergessen? Ist das jetzt nur so ein... Weiß ich nicht, was? Wahrscheinlich nur so ein Atmosphäreraum, wa? Kann ich da jetzt einfach wieder zurückgehen? Nein, kann ich nicht. Ist kein Atmosphäreraum. Hätte ich mir auch irgendwie komisch vorgestellt, wenn es ein Atmosphäreraum wäre. Mal schauen. Ja, ach so, ich kann ja noch Portale schießen, habe ich schon wieder gar nicht mehr dran gedacht. Bänder sind kein Spielzeug, bitte verlassen Sie das Band. Ja, tue ich noch. Hier drüben tue ich das. Kein Problem, bitte gerne. Okay. Ich sehe schon kommen, dass ich auf jeden Fall mindestens einmal abstürzen werde. Das kann ich euch quasi versprechen. Meine Güte. Da hinten kommt ein echter Turm. Hier geht's nicht weiter. Da komme ich nicht rauf, glaube ich. Muss ich nach hier drüben? Ich denk anders. Das ist ja schon fast traurig. Das so hört. Nein! Ach, das geht aber auch. Okay. Ach, schon wieder Psycho hier. Mann, ich mag doch nur die Labore und Tests machen. Mehr will ich nicht. Das hier will ich nicht. Ja. Ziel analysiert. Ach, hier werden trainiert, ja? Oh je, Mini. Hier laggt es auch leider ein wenig jetzt. Ich weiß noch nicht warum. Okay, jetzt muss ich gerade mal schauen. So. Und nach hier. Okay, jetzt kann ich. Dafür war das, okay. Ach. Das ist alles stressig hier. Also ich muss so ehrlich sagen, jetzt so langsam diese Phase des Spiels, die stresst einen. Und irgendwie laggt das die ganze Zeit, das nervt. Merkt ihr das? Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht muss ich eine Pause machen. Aber ich will eigentlich nicht, ich bin gerade so mittendrin. Doof. Vorlage. Antwort. Hallo. Okay. Vorlage. Antwort. Hallo. Das ist ja cool. Vorlage. Antwort. Cool. Vorlage. Also, ich mag es mir, diese Details hier so ein bisschen anzuschauen, weil das doch schon mit sehr viel Liebe hier gestaltet ist, weil man jetzt eben durch die Innereien kommt. Wo eben wirklich gearbeitet wird. Mir nach, das wird dir gefallen. Sind fast da. Okay. Ups. Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Antwort. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Das wäre natürlich schön. Cool. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Ah, ja. Fertig, gehackt. Ja, gut so. Hol den Turm raus.
Ach, manchmal bist du echt cool. Das sollte genügen. Keine Vorlage, Vorgang erfolgt aus Speicher. Oder auch nicht. Gut, dann wollen wir mal sehen, wie wir das Fließband anhalten. Fällt dir etwas ein? Irgendwelche Ideen? Einfälle? Nein? Nee. Ich auch nicht. Vorlage. Antwort. Also, hier komme ich nicht raus. Denkst du noch nach, oder was ist los? Ja, warte mal. Ich gehe jetzt mal nämlich hier rein. Und das bringt gar nichts. Ich stelle mich jetzt hier drauf. Okay. Also ich habe eine Errungenschaft bekommen in Steam, aber... Wir beide werden weiter nachdenken. In aller Stille. Ja, das ist gut, aber... Hast du eine Idee? Ja, also das wäre zumindest das Einzige, was ich mir irgendwie vorstellen könnte. Antwort. Okay. Antwort. Kann ich nicht von hier aus irgendwas schießen? Vorlage. Nicht. Habe ich denn irgendwas, was ich bewegen kann? Ich gehe mal drin gucken. Der Turm ist leider explodiert. Vorlage. Antwort. Ne. Ne, ich weiß auch nicht. Oh, warte, ich hab's. Nein, ich hab's doch nicht. Ja, ich... Mann, ich hab eine Tasse, aber mit der Tasse kann ich doch nichts anfangen. Antwort. Oh, au. Mir fällt da was ein. Ich könnte so tun, als hätte ich dich gefangen. Ich liefere dich ihr aus und sie bringt dich um. Dann könnte zumindest ich weiterleben. Was hältst du von der Idee? Können wir machen, kein Problem. Weil ich weiß gerade... Vorlage. Antwort. Aber der Turm ist doch weg. Ob das System eine Sicherungskopie speichert? Vorlage. Ja, irgendwo. Aber die Frage ist, wo? Moment, wie wär's, wenn wir ihn etwas anderes scannen lassen? Etwas anderes? Wie zum Beispiel eine Tasse oder was? Weil mich gescannt habe ich ja schon, das hat nicht gebracht. Wir stellen einen dieser fehlerhaften Türme in den Scanner und sehen, was passiert. Ja, das geht, aber wo kriege ich einen fehlerhaften Turm her? Ja, hol einen von den nutzlosen Türmen und bring ihn her. Das ist eine Tasse. Das geht auch. Verstehe, okay. Ja, hol einen von den nutzlosen Türmen und bring ihn her. Ach, weil die immer so weggeschleudert werden. Dann ist da doch... Antwort. Aber die Wand da, das geht doch nicht, oder? Vorlage. Antwort. Ja, aber wie fange ich den denn? Vorlage. Antwort. Ich könnte mich hier hinstellen. Das Vorlage. Geht. Antwort. Ja, komm, dann gib mir einen. Antwort. Nein! Vorlage. Wie soll ich das denn machen hier bitte? Hallo? Ich stelle mich jetzt einfach in den Weg. Antwort. Und dann, jetzt schick mal einen, der gegen mich fliegt, dann geht das schon. Vorlage. Antwort. Ja, Objekt aufheben, weiß ich, wie geht, Mann. Vorlage. Antwort. So. Vorlage. Ja, schon okay. Alles gut. Vorlage. Ah je, ich stelle mich auch wieder doof an diesmal, ne? War es nicht letzte Folge auch schon so? Vorlage. Oh je. Antwort. Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass ich aufhören sollte aufzunehmen, wenn ich anfange, so richtig schlecht zu werden. Neue Vorlage akzeptiert. Es klappt! Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mache uns die Tür auf. Vorlage. Antwort. Okay, der Meisterhacker fängt jetzt an. Von weitem sieht es ein bisschen leichter aus. Dauert etwa 10 Minuten. Antwort. Behalte die Tür im Auge. Welche Tür? Vorlage. Antwort. Ach, die Tür. Das hier ist ganz schön kompliziert. Ah, seit wann ist die Tür denn schon auf? Seit gerade. Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder einen Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Hallo, ich bin durchgegangen. Das reicht doch wohl. Ich hätte auch springen können. Schön. Also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Gut, das wäre die Richtung. Oh. Das wäre hier drin. Gut, dann müssen wir hier lang.
Ist schon cool, irgendwie besser organisiert. Diesmal. Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Da hast du recht. Wow. Wow. Backpulver-Vulkan. Naja, zumindest ist es keine Kartoffelbatterie. Wirklich originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es aber trotzdem nicht. Nicht mal für ein Kind. What the fuck? Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Ja, das stimmt. Ach, guck mal, das sieht doch ganz nach Anfang aus hier. Ach, da hinten die Portale. Cool. So, na dann. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Ja, ich auch. Na dann. Gehen wir mal einfach, wa? Ist doch egal. Sie hat lange nichts mehr gesagt. Ich frage mich, ob sie hier nichts kann. Keine Sorge, oder? Ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Also er gefällt mir auf jeden Fall. Er ist sehr sympathisch. Okay, das sind nur so Abzweigungen, die nichts bringen, okay. Ja, ein Laderaum, okay. Ich fühle mich immer so eingesperrt, wenn dann hinter mir die Tür zugeht und dann auf Rot schaltet. Das ist dann irgendwie so ein bisschen beängstigend. Finde ich. Ja, nur meine Meinung. Okay. Okay. Tut mir leid. So. Ha, ich wusste, wir sind hier richtig. Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt nicht? Ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Ja, hört sich sinnvoll an. Einfach kaputt machen wäre nämlich, glaube ich, auch eine doofe Idee, weil... Ich weiß nicht, Nervengift und so. Das ist unser Werk. Ich sollte nicht lachen, immerhin spüren sie Schmerzen. Irgendwie. Ist zwar alles nur simuliert, aber für sie bestimmt real genug. Ja, ist natürlich irgendwie hart, aber naja. Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Mit Hacken komme ich hier auch nicht weiter. Der Mechanismus ist... Oh, das ist mal ein großer Laser. Am besten wir ignorieren ihn einfach. Wer weiß, welchen Schaden wir damit anrichten. Wir könnten etwas Wichtiges kaputt machen. Ich habe aber eine andere Idee. Wir bleiben hier einfach stehen und lassen uns vom sanften Summen des Lasers in einen Zustand absoluter Entspannung versetzen. Vielleicht fällt uns dann ein, wie wir die Tür aufkriegen. Du mich auch. Nein, wer weiß, was die Tasse... Oh, die Tür ist offen. Gute Neuigkeiten. Ich kann hiermit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Ah, der Alarm. Locker bleiben. Kein Problem. Ruh dich doch aus, während ich daran arbeite. Ja, mach ich. Wow. Das Schwierigste beim Hacken ist immer die Wie-soll-ich-anfangen-Phase. Sehr heikel. Also fangen wir an. Lass die Spiele beginnen. Na schön, was haben wir denn da? Einen Computer. Klar, das war ja zu erwarten. Schreib das mal ab auf der Liste. Computer identifiziert. Hier ist so ein komischer Kasten. Da steckt wahrscheinlich was Elektronisches drin. Und ein Monitor. Ja, der könnte von Bedeutung sein. Den behalte ich mal im Auge, falls da irgendwas Wichtiges angezeigt wird. Wie zum Beispiel... Passwort akzeptiert. Und da ist noch was Flaches. Keine Ahnung was, aber zur Kenntnis genommen. Kann ich denn jetzt irgendwas machen? Ja. Da dreht sich was. Hm, komisch. Eine Bodenplatte, wozu die wohl gut ist. Weißt du was? Die verhindert, dass alles ins Leere stürzt. Ja, die Bodenplatte hält das Ding zusammen. Okay. Weißt du was? Ich mache jetzt mal selber hier ein bisschen was. Also sehe ich keine. Ich werde diesen Laser nehmen. Ich stehe so auf dem Schlauch, ne? Das ist unglaublich. Bei dem, was wir sehen können und kümmern uns nicht um Sachen, die nicht da sind. So. Riechst du Nervengift? Warte, die Nervengiftwerte gehen zurück. Warte, irgendwas stimmt nicht. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter. Entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. So ist es gut. Weiter so. Ist doch lustig. Welche Taste war jetzt die richtige? Falsche, verdammt, okay. Merke, okay, ich mache links nach hier, also orange und rechts.
Da oben hin. Ist so eine super Idee, das Nervengift abzuschneiden. Also, wenn ich daneben stehe. Aber okay.